In diesem Video zeige ich dir, woran du erkennst, dass Google Title Tags umschreibt, wie sie sie umschreiben und wie du das verhindern kannst. Okay, so was du hier vor dir siehst, ist schon einmal der Artikel zum neuen Update des Title Tags. Ja? Also am 16. August wurde das neue Update ausgerollt, das Title Tag Update, und hierzu haben wir einen Artikel erstellt. Den findest du im Mega-Magazin von Impuls Q. Okay, und hier in diesem Artikel findest du alle wichtigen Informationen zu dem neuen Update mit Beispielen etc. pp. Okay, gut. Ja, ich zeige dir jetzt, woran du erkennst, dass Google Title Tags umschreibt und wie sie sie umschreiben. Gut, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, und was du dazu zunächst brauchst, ist der Keyword Surfer. Ja, also das ist so ein zusätzliches Feature, das du dir runterladen musst. Ich habe das hier bereits schon heruntergeladen, und wichtig dabei ist, dass du das nur über den Chrome-Browser tun kannst. Ja, also es geht nicht über Firefox, es geht nicht über Safari, es geht einzig und allein über den Chrome-Browser. Okay, und wenn wir jetzt hier mal Online-Marketing eingeben, das im Google-Suchschlitz, ja, und ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir hier Title Changed. Hier Title Changed. Ja, was hat es damit also auf sich? Daran erkennst du, dass Google diesen Title Tag hier umgeschrieben hat. Wenn wir mit der Maus einmal rüberfahren, siehst du den Originaltitel, wie es vorher ausgesehen hat und wie Google es umgeschrieben hat. Also Original stand dort als zunächst Startseite ABH24. Google hat das Ganze umgeändert in ABH24-Methode. Okay, und wenn wir jetzt einmal hier ein bisschen runter scrollen und schauen uns jetzt mal hier Online-Marketing an. So, und was hier halt ganz klar auffällt, ist, dass auch hier Google den Markennamen, also die Brand, also Online-Marketing.de, wieder ganz zu Anfang platziert hat, ja, also ganz an den Anfang platziert hat. Und dann eben fortfährt mit Online-Marketing-News, Jobs und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Okay, und wenn wir jetzt hier einmal runterscrollen, uns ein weiteres Beispiel ansehen, und wir gehen jetzt mal hier rauf. Ja, also was wir hier sehen, also es wurde nicht viel geändert in dem Fall, also Online-Marketing-Agentur ist bestehen geblieben. Und was geändert wurde, ist der Bindestrich statt dem Trennungsstrich und Team Levis, ja, statt Levis Communications. Und hier kannst du dann auch sehen, wenn du hier rüber fährst, Estimated Monthly Traffic for Domain in Germany, ja, also 310.000, dann wie viele Wörter hier geschrieben wurden, hier, ja, und die Keywords, wie viele verwendet wurden, ja, wie oft. Und in dem Fall haben wir jetzt das Keyword 23 Mal in diesem Artikel drin. Okay, und wie kannst du jetzt verhindern, dass Google deine Title Tags umschreibt? Ja, also zunächst einmal, was sehr wichtig ist und mit das Wichtigste überhaupt, den Suchintent zu verstehen. Ja, also wonach suchen die User, die Nutzer, wenn sie ein bestimmtes Keyword eintippen, wie zum Beispiel Online-Marketing. Ja, also das ist elementar wichtig, dass du den Suchintent wirklich verstehst und wonach die Nutzer tatsächlich suchen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist das Wording. Ja, also eine Finanzseite hat ein ganz anderes Wording als beispielsweise eine Handwerksseite oder eine Foodseite, also veganes Essen und so weiter und so fort. Ja, also da achte darauf, dass du das Wording anpasst und dich entsprechend der Zielgruppe an die Zielgruppe richtest, ja, weil Finanzen ist eine ganz andere Zielgruppe wie zum Beispiel bei Handwerk oder Essen, Ernährung und so weiter und so fort. Also das ist Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei ist, dass du
den Platz, den du zur Verfügung hast für deinen Title Tag, auch optimal nutzt. Also es gibt insgesamt 70 Zeichen und man sagt, so ideal sind zwischen 50 und 59 Zeichen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, da ist es weitaus weniger und Google wertet das extrem gut. Aber man sagt so, der Durchschnitt sind so ideal 50 bis 59 Zeichen. Und wenn du dich jetzt fragst, na gut, also warum wurde denn dafür extra ein Update ausgerollt am 16. August? Warum ändert Google die Title Tags? Es gibt im Grunde genommen dafür zwei Gründe, also zwei Ziele, die Google damit verfolgt. Zum einen ist das eben die User Experience zu erhöhen und zum anderen soll der Platz, der eben zur Verfügung steht für den Title Tag, optimal genutzt werden. Ja, das war auch schon das Video. Ich hoffe, dir hat das Video sehr gut gefallen. Schau dir gerne im Anschluss den Artikel zum Title Tag Update an. Dort findest du alle wichtigen Informationen und auch zusätzliche Informationen, was du noch beachten solltest und wie du gute Title Tags schreibst, die hoffentlich nicht von Google umgeschrieben werden. Ja, dann bleibt nur zu sagen, schau gerne bei uns auch auf dem Mega-Magazin vorbei. Dort findest du diverse Artikel zu unterschiedlichsten Themen. Und dann würde ich sagen, bis dann.